Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen, von Europa in meinem wunderbaren kleinen Lädchen an einem fantastischen Tag. Oh Mann. Oh, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend an einem fantastischen Tag. Ich wollte ursprünglich eigentlich eine Episode Tinder Chats mit der Community zusammen hochladen. Da bin ich also in mein E-Mail-Postfach gegangen und hab Folgendes vorgefunden. Bin aus Stuttgart, by the way, neu hier und verzweifelt. Das zweite Bild bin ich. Danke an die Mädels, wirklich. Ich find's eine Frechheit, dass ich immer auf mein Äußeres reduziert werde. Ja, meine Güte, ich hab große Brüste und ich hab auch einen verdammt nochmal einen Bubblebutt. Was? Wisst ihr was? Scheiß auf Tinder-Chat. Ich hab probiert, mich an neuem Content inspirieren zu lassen und hab probiert, dann im Prinzip auf der YouTube-Startseite diversen Content zu finden. Ich bin dann auf Folgendes gestoßen. Ich freue mich riesig, dieses Video mit euch zu teilen, denn heute werden neue Bewohner in Ponyhausen ein Zuhause finden. Sorry. Falsches Video. Ihr habt wirklich unglaublich viele Modelle da, unter anderem einen TDL 1000 mit 12 Meter Länge. Ja, also tatsächlich sind wir sehr froh, so ein Schmuckstück mal auf dem Hof zu haben. Ganz kurz, ich habe das Review mir über den 12 Meter langen Wohnwagen reingezogen. Bitte jetzt kurz anschnallen für den Kracher, weil als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich sowas von aus dem Sitz geschleudert. Das sieht doch so aus, als könnte irgendwie der komplette Bundestag drin lassen. Setz dich mal rein in die Ecke. Der war nicht schlecht. Liebe Leute, wir wissen es alle, Tim Gabel dreht hin und wieder Podcasts oder auch nicht. Tim Gabel ist wohl auf der einen Seite dafür bekannt, dass er extrem viel redet, ohne was zu sagen. Glaub mir, das summiert sich. Und auf der anderen Seite seine Sitzpositionen und seine Präsentation der verschiedenen Körpergliedmaße. Ich möchte euch kurz fragen, wäre die richtige Sitzposition diese? Ah, meine Eier! Wäre sie diese? Oder wäre sie doch eher diese? Dann ist es immer irgendwie weird. Einfach Tim, danke nochmal auch hier an der Stelle von den Zuschauern, die während dem Interview einfach nicht nur meine Interaktion mit dir sehen können, sondern auch einen wunderbaren Ausblick auf deine Klöten haben. Ah, sorry Leute, jetzt ist es mir aufgefallen. Jetzt weiß ich, warum meine Videos verdammt nochmal nicht viral gehen. Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin aufgeregt. Ich Idiot. Ich mach immer das falsche Intro. Servus, liebe Leute. Heute habe ich ein ganz geiles Video für euch vorbereitet. Und ich sag euch eine Sache. Ich war wirklich so aufgeregt. Blond, Brüste ist vorhanden. Ob ich wichse? Verdammte Scheiße, nein, ich wichse nicht. Ich habe gerade dieses scheiß Video und deswegen ist es auch nur 3 Minuten irgendwas mit der linken Hand geschnitten. Ich bin Rechtshänder. Wer arbeitet bitte mit links? Wie so ein Spaß sitze ich hier dran und probiere das scheiß Video zu schneiden. Verdammt noch einmal. Wie kann man sich beim COD-Spielen die Hand brechen, auf den Tisch gehauen und direkt Shieldbreak gehabt? Und wer hier für diese Scheißarbeit nicht mindestens einen Daumen im linken oberen Ohrschloch da lässt, der soll sich aber absolut, der soll sich mal erst scheiß drauf, Digga, verpiss doch!